Das nordkoreanische Staatsfernsehen hat Bilder veröffentlicht, die Machthaber Kim Jong-un in Begleitung seiner Tochter bei einem Besuch des Marinekommandos am Sonntag zeigen. Anlass war die Feier des Tages der Marine der koreanischen Volksarmee. Wie die staatlichen nordkoreanischen Medien am Dienstag berichteten, forderte Kim in einer Rede die Verstärkung der Seestreitkräfte des Landes und beschuldigte die Vereinigten Staaten, dass in den Gewässern in der Nähe der koreanischen Halbinsel eine sehr instabile Lage herrsche mit der Gefahr eines Atomkrieges. Die USA haben zusammen mit Südkorea in der vergangenen Woche mit Militärübungen begonnen, durch die eine gemeinsame Reaktion auf Nordkoreas atomare Bedrohung verbessert werden soll. Pyongyang verurteilte die Übungen und hält sie für die Vorbereitungen eines Krieges.